Weiter geht's aus der Wissenschaftsetage hier in Potsdams Mitte mit Ask a Scientist. Und der Scientist, der jetzt bei mir ist, ist Dr. Sandro Dahlke vom Alfred-Wegener-Institut, dem Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, die Außenstelle, die hier in Potsdam ist. Willkommen, Herr Dr. Dahlke. Ja, vielen Dank, Herr Prinzler. Ihr Forschungsbereich ist, wie soll es anders sein, natürlich die polaren Gebiete. Da geht es um die Atmosphärenphysik und um die polare Atmosphäre. Und wo erlebt man die? Am besten natürlich an den Polgebieten, auf Spitzbergen und auf einem Schiff, was ein Jahr lang unterwegs war, aber nicht die ganze Zeit waren Sie dabei. Das ist richtig. Ja, das ist natürlich die beste Möglichkeit. Genau. Warum ist diese Mosaik-Expedition, über die müssen wir reden, ein Jahr lang war sie unterwegs mit allen möglichen Schwierigkeiten, aber sie ist mit großem Erfolg zu Ende gegangen, mit einer riesigen internationalen Beteiligung auch. Sie zählt als die größte Polarexpedition seit Fridtjof Nansen und überhaupt aller Zeiten. Warum? Ja, ich denke, das ist erstmal natürlich gemessen an diesem ganzen logistischen Aufwand und an der wissenschaftlichen Bandbreite, was wir da eigentlich gemessen haben an Bord. Der Fridtjof Nansen, der war natürlich, das war eine sehr große Pionierarbeit, die er dann damals gemacht hat. Achso, Sie haben ja an der Polarstern gemessen. Genau, ja. Richtig, ja. Also bei ihm war es auch eine große Pionierarbeit, aber ja, Mosaik war natürlich schon noch ein bisschen breiter aufgestellt. Nur ganz kurz, Fridtjof Nansen, die Bilder kennt man vielleicht, da war noch richtig Abenteuer. Wie abenteuerlich war eigentlich die Polarstern? Sie haben eine Sauna, Sie haben ein Kino. Richtig, ja. Also es gibt natürlich schon so ein paar Annehmlichkeiten auf dem Schiff, das ist richtig. Das ist ja auch ganz wichtig, wenn man sich das vorstellt, dass die Leute da Wochen und Monate lang in der Arktis sind und jeden Tag eigentlich rappelvoll am Arbeiten sind und ja, also das ist schon ziemlich stressig, deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man da so ein bisschen Social Life dann auch noch hat. Aber es war natürlich auch ein Abenteuer, gerade für so einen jungen Wissenschaftler wie mich jetzt als Beispiel ist es natürlich schon ein großes Abenteuer, wenn man dann auf dem Eisbrecher in die Zentralarktis fahren kann. Sie waren am Anfang und am Ende dabei und Atmosphärenforscher, hatte ich gesagt, was haben Sie gemessen? Und vor allen Dingen wie? Das ist immer so die Frage, die man ganz oft bekommt. Ja, was messt ihr da eigentlich? Was macht ihr da eigentlich? Eben. Und so leicht zu beantworten ist es gar nicht. Also an meinem Beispiel, ich habe nicht nur eine Sache gemacht. Wir hatten einen ganzen Messapparat, den wir da betrieben haben. Das ging los bei den täglichen Wetterballons. Oder was heißt täglich? Sie waren nicht täglich, sie waren sechsstündlich. Also viermal am Tag haben wir die gestartet. Wenn interessante Zeiten waren, zum Beispiel wenn gerade ein großer Sturm durchgezogen ist, den man im Detail vermessen wollte, dann auch mal noch häufiger, dann auch mal gerne in einem dreistündigen Rhythmus, das heißt also auch in der Nacht. Und gut, das hat man sich natürlich dann auch reingeteilt mit anderen Teilnehmern auch. Ja, aber ansonsten eben, wir hatten auch nicht nur auf dem Schiff, sondern auch in dem Eiscamp, das wir ja parallel zu dem Schiff aufgebaut haben, hatten wir dann auch noch Messungen. Da hatten wir noch den vielleicht relativ bekannten roten Ballon, den Fesselballon Miss Piggy, der dann immer mal gestartet wurde und ja, hatten da noch weitere kleine Stationen auch. Ja, war in dem Film ja über die Expedition wunderbar auch zu sehen. Miss Piggy wäre auch ein beliebtes, wenn man mal von der Original Miss Piggy ausgeht. Nein, wie viele Eisbären sind Ihnen denn über den Weg gelaufen? Also mir persönlich weiß ich gar nicht. Insgesamt bei der Expedition hatten wir, glaube ich, ungefähr 60 Eisbärbesuche. Und auf dem ersten Fahrtabschnitt waren es, glaube ich, insgesamt irgendwie um die 10 Bären, Größenordnung, die uns dann dort besucht hatten. Aber die haben ihnen nichts getan, haben ihnen nichts weggefressen und sind auch nicht erschossen worden von den Eisbärwachen. Nein, um Gottes Willen. Das war ja doch das Gute am Mosaik, dass wir also ein ziemlich ausgeklügeltes Sicherheitssystem hatten für die Eisbären. Denn das ist natürlich klar, die Arktis ist das Reich der Eisbären und wir sind da nur zu Gast. Und ja, es gab da eben ein gutes Sicherheitssystem mit Eisbärwächtern zum Beispiel auch. Herr Dahlke, diese polare Atmosphäre, also mit den Ballons, Sie machen so einen Querschnitt durch die Atmosphäre und dann spricht man da, glaube ich, auch von einer atmosphärischen Säule in der Arktis und da will Stefanie nun wissen, was ist das eigentlich? Und, ja, liegt das mal ziemlich abstrakt, so diese atmosphärische Säule. Also klar, man stellt sich das wirklich so vor, vom Boden bis ganz oben. Ne? Und, bis ganz oben kommen wir natürlich nicht. Ganz oben ist für uns so Größenordnung 30 Kilometer. So hoch fliegen unsere Wetterballons. Am Seil? Nein, die werden natürlich losgelassen und dann sind die weg. Genau, aber atmosphärische Säule, also das geht wirklich los in der ganz untersten Schicht der Atmosphäre. Einige Mikrometer über dem Eis,
Das ist sozusagen ja diese Skin-Temperatur, die man da zum Beispiel messen kann. Also das ist wirklich diese Schicht, die direkt über dem Eis oder über dem Ozean da noch ist. Dann können wir noch ein Stockwerk höher gehen, dann sind wir so in den untersten ja, Dutzenden oder Hunderten Metern. Das ist dann das, was wir die atmosphärische Grenzschicht nennen. Das ist also die Schicht, die in permanenter Reibung mit der Oberfläche sich befindet, die dann eben dynamisch durchmischt ist. So ist dann die Annahme. Und da können wir dann noch ein Stockwerk höher gehen, dann sind wir in der sogenannten freien Troposphäre, die freie Atmosphäre. Also so Größenordnung ja 1 Kilometer vielleicht bis 10 Kilometer. Ja, und in dem Bereich, das ist dann da, wo das Wetter dann stattfindet. Das ist da, wo die Tiefdruckgebiete durchziehen, wo dann Wolken und Stürme zum Beispiel auch zu vermessen sind, die ja auch einen wichtigen Beitrag dann leisten für die Beobachtung am Boden. Und wenn wir dann noch höher gehen, dann sind wir dann ja, 15, 30 Kilometer Höhe so in etwa, da sind wir dann in der Stratosphäre, die natürlich auch wieder für andere Themen interessant ist. Ja, Stichwort die Ozonschicht, der Polarwirbel, den wir da dann auch vermessen haben. Und das war eben alles ist dann miteinander gekoppelt und wechselwirkt miteinander. Und deswegen wollten wir das ganz genau vermessen. Gut, messen ist ja das eine. Also das heißt, Sie haben sicherlich Terabyte von Daten oder jedenfalls viele Daten. Insgesamt waren das ja viele, viele Terabyte. Haben Sie schon auswerten können? Haben Sie schon sozusagen jetzt ein Bild, wo Sie sagen, da ist etwas Überraschendes, Wichtiges passiert, Ozonloch, Klima? Ja, also die Auswertung, die ging natürlich schon auf dem Schiff so ein bisschen los, wenn man das erste Mal an die Daten dann tatsächlich reinguckt. Aber die wird sich jetzt auch noch ja, über etliche Dekaden, denke ich, hinwegziehen, weil das sind, wie Sie sagen, so viele Daten. Da werden noch etliche Doktoranden Spaß mit haben, sage ich mal, die sich da dann mit beschäftigen dürfen. Ja, also es gibt natürlich schon so ein paar Einsichten, die wir dann hatten. Zum Beispiel, dass es auf der Mosaikexpedition, wenn man die vergleicht mit dieser historischen Expedition von Fridtjof Nansen, dass wir in so Pi mal Daumen etwa 10 Grad wärmere Temperaturen hatten, als das noch bei Herrn Nansen damals der Fall war. Ja. Der Expeditionsleiter Markus Rex, Ihr Kollege am AWI, hat, und das ist die Überschrift auch für Ihr Gespräch jetzt, was ich gesucht habe, Sie haben dem Eis beim Sterben zusehen. Sie konnten zusehen letztlich nicht nur von Fridtjof Nansen bis heute, sondern Sie hatten auch sehr wenig Eis da, wo am Ende der Tour insbesondere zu bemerken war. Genau, das ist richtig. Also gerade dann in den Sommermonaten 2020, da hatten wir also ganz ausgeprägte Situation, dass es sehr wenig Eis in der Arktis tatsächlich gab. Das war schon in einigen Tagen und Monaten war das dann auch ein Rekord, also zumindest in dieser Satellitenzeitalter, was wir da vergleichen können. Ja genau, und also ich glaube, mit der Aussage hatte sich Herr Rex dann auch insbesondere auf diesen letzten Fahrtabschnitt bezogen, wo wir zum Beispiel auch direkt über den Nordpol gefahren sind, also wirklich physisch über diesen geografischen Punkt, diesen Pol gefahren sind. Und da konnte man sich dann umdrehen und das war wirklich, also das Eis, das war zerschmolzen, da waren Schmelztümpel, es war keine solide Eisoberfläche, da waren Löcher drin, da waren Risse drin, Robben haben sich in diesen Schmelztümpeln getummelt, wir haben Fische gesehen. Also das ist nicht so, wie man sich jetzt diesen Nordpol an sich vielleicht vorstellt. Nicht? Wie das Eis. Genau. Wir haben dann auch einen Wetterballon gestartet, direkt am Nordpol. Und der hat dann gezeigt, dass es in einem Kilometer Höhe war die Lufttemperatur, also plus 4 Grad Celsius. Ach, Herr Dahlke, wie geht es Ihnen eigentlich? Es war ja auch das erste Mal, glaube ich, dass Sie am Nordpol waren. Also da war ich noch nicht, aber am Nordpolarkreis. Und das ist dann schon irgendwie so ein Fuß da, ein Fuß da. Also wie war es, wie ging es Ihnen am Nordpol? Ja, also mir. Oder waren Sie so voller Arbeit, dass Sie das gar nicht... Ja, also wir hatten viel Arbeit, aber natürlich gibt es dann auch mal diesen einen oder anderen Moment, wo man dann auch mal diese Schönheit genießen kann. Denn es ist ja wirklich eine atemberaubende Umgebung, ja, diese Eisskulpturen, die sich dann da aufschieben. Und also gerade für mich, ich war zwar schon an unserer Arktisstation auf Spitzbergen, aber für mich war es auch das erste Mal, dass ich auf dem Forschungseisbrecher und dann eben auch so weit drin in der Arktis bin und auf dem arktischen Meereis. War schon ziemlich genial. Kinder aus der AWO-Grundschule Marie Juchatsch haben aus der 4., 5., 6. Klasse haben natürlich viele Fragen, logischerweise, die zum Beispiel eben wissen wollten, an dieser Expedition waren, also ich weiß nicht, 20 Länder, sagen sie, es waren jedenfalls sehr, sehr viele Experten. Wie haben sie sich verständigt und B, wo kamen die alle her? Also das ist richtig, es waren so 19 oder 20 Nationen, die dann teilgenommen haben. Die habe ich jetzt auch nicht alle auswendig gelernt.
Klar, also die Expedition, es waren sehr viele Deutsche dabei, weil natürlich angeführt vom Alfred-Wegener-Institut diese Expedition. Aber wir hatten ja auch ganz wichtige Partner, zum Beispiel die Russen waren ein ganz wichtiger Partner. Und das ARI in St. Petersburg, die uns da ganz tatkräftig unterstützt haben, auch einfach mit den Eisbrechern, ja, mit der Logistik. Denn ohne die hätten wir diesen Austausch zwischen den einzelnen Fahrtabschnitten gar nicht hinbekommen können. Ansonsten auch die Amerikaner, US-Amerikaner. Und nun weiß man ja, man ist sich ja untereinander nicht so grün auf politischer Ebene, auf wissenschaftlicher Ebene. Das ist das Schöne an der Wissenschaft, dass da ziehen wir wirklich alle an einem Strang und es gibt ja diese Shared Vision, dieses geteilte Ziel, was dann alle haben, dass wir, ja, wir fahren jetzt auf diese Expedition, wir haben unser Programm, wir wollen das und das und das schaffen und da haben, also das war wirklich auch sehr toll, das mitzuerleben, auch im eigenen Leib, dass da, also diese Nationalitäten, dass das überhaupt keine Rolle spielt, dass wirklich alle dann zusammengearbeitet und an einem Strang gezogen haben. Die Kids aus dieser Schule haben eine Zahl genannt, nämlich die Polarstern, also dieser Forschungseisbrecher, der Deutsche, verbrauchte, wenn er fährt, Diesel, und zwar 900 Tonnen pro Tag. Eine riesen Umweltsünde. Ja, das ist, da habe ich auch erstmal gestaunt, dass der tatsächlich so viel verbraucht. Aber ich weiß auch nicht, wo die Zahl jetzt genau herkommt. Ich glaube, es ist in etwa der Monatsverbrauch, wenn man annimmt, dass der einen Monat lang Eis bricht. Also wir sind zwar in die Arktis gefahren und haben aktiv das Eis dann auch gebrochen auf dem Weg, aber als wir dann an der Scholle waren, dann haben wir uns ja festfrieren lassen und dann war die Polarstern sozusagen nur noch unser Hotel. Ja, und sozusagen festgefroren und da ist dann der Dieselverbrauch etwa 11, 12 Tonnen am Tag in etwa, wenn man nicht fährt. Sind auch noch eine ganze Menge. Gibt es da, gut, Sie sind kein Schiffbauer, aber gibt es da sozusagen für nachfolgende Schiffe andere Systeme, die umweltfreundlicher sind? Ja, also da gehe ich ganz stark von aus, wie Sie sagen, ich bin da jetzt auch kein Experte, aber klar, die Polarstern ist schon so etwa 40 Jahre alt, die gute, und wird ja dann, so wie es aussieht, in den nächsten Jahren auch mal abgelöst. Es gibt ganz konkrete Pläne für ein Nachfolgeschiff, die Polarstern 2. Und da wird es so sein, dass sie hoffentlich nächstes Jahr wird wohl mit den Baumaßnahmen begonnen. Und dann wird sie wohl vielleicht, wenn wir Glück haben, 2026 in Dienst gestellt und kann dann so ganz langsam die alte Dame, die Polarstern 1, eventuell ablösen. Ich habe da so gar keine Vorstellung. Was macht man denn mit so einem alten Schiff? Wird das verschrottet oder wird das verkauft und fährt dann als Ausflugsdampfer? Ja, also verschrotten kann ich mir auch nicht vorstellen. Das wäre ja auch sehr schade. Also was ich mir vorstellen könnte, wäre vielleicht so ein Museumsschiff. Weiß ich nicht. Würde sich ja vielleicht gut machen in Bremerhaven. Gut, werden wir abwarten. Ein Vorschlag. Vorschlag 26 ist ja so lang nicht mehr hin. Diese Mosaikexpedition war sicherlich für Sie sehr beeindruckend. Häufiger waren Sie in oder auf, ja, wie ist es eigentlich? In Spitzbergen, auf Spitzbergen? Das sagt man eigentlich. Ich weiß auch nicht, ich glaube auf Spitzbergen. Und häufiger waren Sie auf Spitzbergen. Das ist diese Insel da oben im Norden, die so einen ganz eigenartigen Status hat. Sie gehört nämlich niemandem, ist kein eigener Staat, wird aber verwaltet von Norwegen. Genau, ja. Und deswegen haben dort quasi alle Länder der Welt das Recht, eine Forschungsstation oder Vergleichbares dort hinzustellen und so auch das AWI, das Alfred-Wegener-Institut, und die kennen Sie gut, diese Station. Ganz genau, ja. Ja, das ist richtig. Es gibt diesen Spitzbergen-Vertrag, nach dem dann eben alle Nationen, die das gerne machen möchten, dort eine Forschungsstation betreiben können, ganz genau. An der AWI-PEF-Station, die wir da haben, in diesem Forscherdorf New Orlesund heißt das, also auch ein ganz wundervoller kleiner Ort, gar nicht so groß. Im Sommer finden da vielleicht 180 Menschen maximal Platz. Im Winter dann, wenn es natürlich nicht so viele Expeditionen gibt, nicht so viele Wissenschaftler, die sich dort aufhalten, können es auch schon mal bloß 35 sein. Also da kennt man sich dann schon, genau. Und wie Sie sagen, das wird alles von der norwegischen Firma, wird dieses Alltagsleben sozusagen sichergestellt. Also die Küche, da gibt es eine ganz tolle Messe, Elektrizität, Wärme, Reinigung, also alles wird von dieser Firma bereitgestellt und die Wissenschaftler fahren da quasi hin, die checken da sozusagen ein und können sich dann auf ihre Forschung konzentrieren. Und hoffen, dass Ihre Institution rechtzeitig die Tagessätze, die happig sind,
an die norwegische Firma überweisen. Aber dafür kriegen sie ja ein rundum sorgloses Paket inklusive Post. Als ich da war vor ein paar Jahren mit einer Forschungsexpedition, dieses New Orleans ist doppelt beeindruckend. Mhm. Aber das eine, was mich beeindruckt hat, waren die Schilder an den Türen, wo man aufgefordert wurde, bitte schön nicht reinzukommen. Nun stellt man sich vor, so viele sind doch nicht da und warum müssen da Schilder sein? Ja, also richtig, das hatte sich dann irgendwann so rausgebildet. Es ist mittlerweile so, dass ab und zu tatsächlich Touristenschiffe dort anlegen, die dann einmal das Schiff verlassen, die dann eine kurze Runde drehen, so ein bisschen Sightseeing-mäßig einmal durch das Dorf watscheln, ein paar Fotos machen und dann wieder aufs Schiff gehen. Also das ist so eine Art Programmpunkt. Und ich weiß nicht im Detail, was dann da früher passiert ist, aber wie die dann manchmal so sind, ja, irgendwelche Leute, wenn da ein Italiener kommt, der dann da sieht, oh Gott, da gibt es eine italienische Station, der macht dann da vielleicht mal die Tür auf und will Hallo sagen, aber es ist halt irgendwie auch der Privatwohnraum von den Leuten, die da arbeiten. Ne? Und da, das macht man ja auch hier eigentlich nicht, dass man da irgendwelche Türen einfach aufmacht. Nicht wirklich. Diese Ausflugsschiffe, das sind denn schon die ganz großen, die da anlegen. Ich habe Bilder gesehen, mehrstöckig, und dann werden da eben mal 1000, 1500 Leute ausgeschüttet. In New Orleans und jetzt direkt glaube ich nicht. Da ist auch der Pier, glaube ich, gar nicht groß genug, um sowas zu machen. Okay. Aber in Longyearbyen, der etwas größeren Stadt auf Spitzbergen, ist es auch manchmal so, dass der Ort von Touristen geflutet wird und es sind am Ende mehr Touristen als Einwohner dann. Ne? In Ihrem Ort, wo die AVI-Station steht, da gibt es ja keine Ureinwohner, sage ich mal, sondern das sind ja alles Leute, die dort einen bestimmten Auftrag haben. Wie kommt man da hin? Haben Sie sich beworben, haben gesagt, ich will da auch hin? Oder ist das normal? Was müssen Sie über das Normale hinaus da an Vorbereitung treiben? Also auch etwas, was unbedingt die Kids wissen wollten? Genau, also ich selbst hatte ja das Glück, dass ich meine Doktorarbeit am AVI hier in Potsdam angefertigt habe. Und da gab es dann in dem Zusammenhang Messkampagnen direkt an der Station vom AVI organisiert. Und deswegen konnte ich dann dahin. Ansonsten ist das Prinzip, glaube ich, so, dass man mit einem Forschungsprogramm sich dann da einmieten kann. Dann kann man sagen, ich möchte da für eine Woche, für zwei Wochen möchte ich dorthin und meine Forschung durchführen und dann wird man da untergebracht. Vivian Reinhardt von MINT-Team D2 will jetzt natürlich das ein bisschen genauer wissen. Mhm. Müssen da extra Kurse belegt werden, die einen auf die Arktis vorbereiten? Jein. Also grundsätzlich nichts wirklich Kompliziertes. Man muss so eine generelle physische Fitness vorweisen. Also bei uns am Institut ist es so, dass wir so einen medizinischen Test machen, ob man quasi expeditionstauglich ist im weitesten Sinne. Nicht, dass es dann irgendwelche Komplikationen dort gibt. Das will man natürlich auch nicht. Denn gut, in Longyearbyen, der größeren Stadt, gibt es natürlich ein Krankenhaus. Aber das ist natürlich auch alles... Muss man erstmal hinkommen. Muss man erstmal hinkommen, und dann ist es auch nicht so spezialisiert. Ansonsten kommt es dann auch ganz drauf an, was man da machen möchte. Wenn man natürlich sich um ein Instrument kümmert, was auf dem Dach von einem Observatorium ist und man sitzt da die ganze Zeit nur am Rechner, dann ist das, denke ich, unproblematisch. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Gletscher vermessen möchte, der irgendwie 10 Kilometer von dem Ort weg ist, dann muss man sich mit der Safety so ein bisschen auseinandersetzen. Skidoo fahren, Eisbärsicherheit, das ist natürlich auch da. Das heißt, man hat die Flinte oder das Gewehr und muss das notfalls auch anwenden können. Ja, oder man hat jemanden dabei, der das macht, genau. Aber man hat auch die Möglichkeit, selbst diese Kurse so ein bisschen zu machen und dann kann man da auch hin. New Orleans, hatte ich gesagt, ist noch ein anderer Aspekt, den ich ganz spannend fand. Das ist sozusagen auch Start und Zielpunkt von Nordpol-Expeditionen mit Luftschiffen gewesen. Genau. Ja, genau. Roald Amundsen hat da natürlich das große Luftschiff, die Norge. Da gibt es natürlich auch ganz berühmte Bilder. Da steht immer noch der große Mast in New Orleans, an dem das Luftschiff dann damals festgemacht war und dann zum Starten losgelassen wurde. Also das ist schon ziemlich geschichtsträchtig, genau. Wie viel Abenteuerlust steckt in Ihnen? Ja, ich hoffe und glaube noch eine ganze Menge. Also wenn ich jetzt immer so zurückblicke auf diese ganzen Erlebnisse, sowohl in New Orleans als auch dann auf der Mosaik-Expedition, das war schon eine wirklich tolle Zeit in ganz vielerlei Hinsicht. Und das macht am Ende natürlich von diesem Wissenschaftlerleben nur eine ganz
zeitlich gesehen geringen Anteil aus, aber das ist natürlich schon, das sind diese Events, auf die man dann natürlich hinarbeitet. Nun hat ja Deutschland nicht nur die Arktis und den Nordpol im Blick, sondern es gibt ja auch im Südpol eine Station. Genau. Da wollen sie auch hin? die Neumayer-Station, genau. Das wäre auch so ein Traumziel oder sagen sie, nö, reicht mir jetzt? Also ich würde da erstmal nicht Nein sagen, aber es ist erstmal so, dass sich meine Forschung jetzt nicht so sehr mit der Antarktis befasst, obwohl die da tatsächlich sehr, sehr ähnliche, gleichartige Messungen auch durchführen. Also dort gibt es zum Beispiel genau die gleichen... Eine polare Atmosphäre. Genau, und die ist auch interessant und auch ganz anders als auf Spitzbergen. Aber klar, da werden zum Beispiel die gleichen Wetterballons verstartet, die wir auch verstarten auf Spitzbergen mit dem gleichen Prinzip. Wunderbar, wir sind... jetzt an der Voting-Frage angekommen und da gibt es viele, es gibt 50% und 38%. Also, welches waren die eindrücklichsten Erfahrungen wissenschaftlich und persönlich während der Mosaik-Expedition? Was hat Sie sozusagen unerwarteterweise getroffen? Na gut, also unerwarteterweise, ja, also eindrücklich würde ich auf jeden Fall sagen, das, was ich vorhin schon gesagt hatte, diese Zusammenarbeit mit diesem internationalen Team von Experten, die man vorher eigentlich gar nicht kannte, aber dann arbeitet man da so eng zusammen auf diesem Schiff für eine ausgedehnte Zeit und klar, und dann, wenn man dann auseinander geht, dann ist es natürlich auch immer so ein bisschen traurig, weil man den einen oder anderen sieht man vielleicht wieder und den anderen nicht, aber also diese Zusammenarbeit, das war, denke ich, so persönlicher Natur auch das, was ich dann sehr spannend fand und übrigens auch nicht nur unter den Wissenschaftlern, sondern wir hatten ja auch eine Schiffscrew von der Polarstern, mit dem man dann auch ganz, ganz gute Connections hatte am Ende. Also das war, denke ich, ganz toll. Und ja, ansonsten wissenschaftlicher Natur, klar, also Mosaik hat ja eine ganz, ganz lange Vorbereitung benötigt. Die Leute, die da ihren Plan hatten, was sie jetzt für ein Messinstrument mitnehmen möchten, das musste natürlich alles dann laufen, weil auf der Expedition hat man nicht so viel Zeit. Das ist Vorbereitung, Testen, in Potsdam testen. Die Geräte wurden hier schon in der Kühlkammer überprüft, ob sie denn unter den Bedingungen funktionieren. So richtig weiß man es dann natürlich nicht, bis man wirklich da gewesen ist. Und ja, wir hatten dann aufgebaut, zum Beispiel bei Loontown, wo wir Miss Piggy dann verstartet haben. Das hat alles also wirklich viel Arbeit und Schweiß gekostet, bis man dann wirklich zum ersten Mal diesen Ballon hochlassen konnte und auch wirklich messen konnte. Und dieser Moment dann, als man dann gesehen hat auf dem Bildschirm, dass denn da die Daten sozusagen reinrieseln, dass sich quasi jetzt alles gelohnt hat, dass es jetzt läuft, das war vielleicht wissenschaftlich so ein sehr, sehr schöner Moment. Und Sie haben... Gott sei Dank dann nicht mitbekommen, diese Stürme und diese Eisrisse, wo denn also die Stationen auch oder diese Außenlager auch evakuiert oder umgebaut oder gerettet werden mussten. Naja, doch. Bei Ihnen war noch alles schön. Nein. Es war alles schön, aber, aber wir hatten natürlich trotzdem diese Eisdynamik. Wir hatten dann Mitte November so einen ziemlich heftigen Sturm, der dann dafür gesorgt hat, dass die Scholle, an der wir waren, ziemlich genau in der Mitte sozusagen einen Riss hatte. Und die andere Hälfte ist dann so 600 Meter von der Polarstern weggedriftet. Da sind dann Stromkabel auch zerrissen und die Station, die Gott sei Dank nicht unsere war, es war nicht Balloontown. Balloontown stand wirklich wie der Fels in der Brandung immer da. aber das war natürlich auch schon sehr eindrücklich. Und dass das Eis dann am Ende so dynamisch ist, das haben viele Leute vielleicht auch am Anfang nicht gedacht. Man wusste, dass es diese Eisdynamik gibt, aber dass es so dynamisch ist, das hat, glaube ich, viele auch so ein bisschen überrascht. Ich habe ja schon nach der Abenteuerlust gefragt, aber wenn ich das so höre, Eis bricht durch, Eisbären sind in der Nähe, schwingt da auch so ein Stückchen Angst mit? Ja, also Angst nicht. Man muss, glaube ich, so ein bisschen Respekt generell haben vor der Natur, vor diesen Kräften, die da am Werk sind, auch vor den Eisbären natürlich. Aber wie gesagt, auf Mosaik hatten wir da ein tolles Konzept, auch eine ganz tolle Kommunikation dann zwischen den Experten, zwischen den Eisbär-Experten, zwischen dem Logistikteam, sodass es da eigentlich meiner Meinung nach nie wirklich brenzlig wurde und man sich immer sicher gefühlt hat. Und vorhin die Frage hatte ich nicht nachgehakt, man verständigt sich Englisch. Auf Englisch, genau. Außer natürlich, gut, wenn man jetzt in einer Gruppe von, weiß ich nicht, 10 Landsleuten dann da steht, dann kann man sich auch gerne mal auf Deutsch. Ich habe sogar ein bisschen wieder mein Russisch wieder entdeckt mit den russischen Kollegen. Aber nur ein paar Worte. Aber das hat manchmal auch ausgereicht. Ja, vorstellbar ist das. Und Sie hatten ja sozusagen die beiden, ich kenne einen der beiden Kapitäne, die da waren. Das sind ja also auch faszinierende Menschen, die sozusagen mit diesem Forschungsschiff durch das Eis
sie sicher ans Ziel bringen müssen. Sie haben immerhin die, ja, die Oberhoheit. Der Kapitän ist der Boss. Das ist richtig. Der hat auch die Oberhoheit über den Fahrtleiter. Also, da kann, kann Herr Rex sagen, was er will, wenn der Kapitän sagt. Richtig, genau. Das, ja, klar. Und also die Kapitäne von der Polarstern, die fahren auch schon unendlich lange dann auf ihrem Schiff und die kennen das wirklich wie ihre Westentasche. Und das ist natürlich ganz toll, wenn man dann so eine erfahrene Crew da auch hat. 25 Minuten sind um. Ja, ging ja schnell. Herr Dahlke, herzlichen Dank. Dann sei Ihnen noch der ein oder andere spannende Aufenthalt in den Polarregionen gewünscht. Mit der Polarstern, der Nachfolgerin oder auf alle Fälle in Spitzbergen. Tja, vielen Dank, das wäre schön. Ich danke. So, es geht in 5 Minuten weiter und dann haben wir ein ganz anderes Thema mit ganz anderer Zielrichtung. Gehen wir nämlich in die Vergangenheit und ein bisschen in die Gegenwart, schwenken nach Paris und fragen, welche Verbindungen es denn zwischen Versailles und Sanssouci gibt. Lassen Sie sich überraschen, in 5 Minuten geht es weiter.